Killschwerde nicht schon wieder? Sag mal. Oh Gott, ist wieder so eine Trash-Mobs-lastige Instanz. Hier ist noch eine Glocke. Was haben die alle mit ihren Glocken? Ich verstehe es nicht. Ist schon wieder Weihnachten? Weihnachtsglocke? Ne, das kann es nicht sein. Fasching ist auch schon vorbei. Oh no, Stille. Schon wieder der Pilzbewuchs. Noch mehr Pilzbewuchs. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert, so viel Pilzbewuchs. Ja. Ich will mal gucken. Ach, ich kann. Obwohl doch. Hallen des Fleischformers und die Spitze der Stürme kommt noch. Aha, okay. Ich mach mal Eisblock, because I have Aggro.
So langsam muss doch jetzt was Bossartiges kommen. Kommt jetzt Godzilla aus dem Wasser oder? Alter, Atlas, alle rauf da, hä? Juhu! Gute Idee mit drauf da. Naja, ich lasse es jetzt mal. Juhu, Vibe. Ja, das ist LFR Geflame Vibes, ja, sowas gefällt mir. Lolo, lolo, lolo. So, mal überlegen. Okay, ich mache jetzt wieder eine Pause, bis wir wieder drin sind, weil sonst zieht sich das Video zu lang. Falls ich irgendwas Flametechnisches ereignet, dann werde ich das hier erwähnen, obwohl ich kann es ja mal kurz laufen lassen. Okay, ich mache eine kurze Pause, bis wir mal wieder vollzählig in der Instanz sind und dann geht's. So, weiter geht's. Also, das sind so komische Glocken hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, da ganz hinten ist so eine Glocke. Und da muss man jetzt die Mopse wegmachen, also die Wächter. Und dann kommt erst der Boss, deswegen. Der Flame War. Aber jetzt hätte ich doch schon erzählt können, bevor wir da runtergehüpft sind. Wir sind direkt dran vorbeigelaufen, aber wenn wir unten sind, naja, ist ja jetzt egal. Also wie gesagt, man muss hier die Trash-Mobs beseitigen, dass der Boss kommt. Ah ja, da kommt er jetzt auch. Eine uralte Bestie regt sich in den Nebel. Ah ja, da kommt jetzt wohl der Boss, jetzt wo wir die Glocke freigemacht haben. Also nicht vorbeilaufen und alles freilassen, sondern macht die Mobs da weg. Dann kommt auch der Boss und dann gibt es auch weniger Geflame. Obwohl das Geflame, das gehört ja zum LFR-Raid dazu. Das muss halt mal sein. Vor allem, wenn das eine neue LFR-Raid-Instanz ist. Weil in der ersten LFR-Raid-Instanz, im Patch 5.2, da lief alles viel zu gut. Das hat mir gar nicht gefallen. Oh, das ist ein Tisch. Aber ich habe eine schlechte Barfoot. Der Tisch ist besser. Da muss man wohl auch noch welche wegmachen. Warte. Jetzt. Oh Gott, oh Gott. Aber einerseits kann ich ja schon verstehen, dass die Leute hier die Trash-Mobs auslassen wollen, weil die geben halt einfach keinen Ruf. Das ist halt scheiße. In der LFR-Raid-Instanz davor, da gibt es halt Ruf für die Trash-Mobs, aber hier gibt es ja gar nichts.
kein bisschen Ruf, das ist echt ein wenig arm. Ja, dreh den schön in den Way, den Mob. Genau. Du bist echt. Der Jäger war es, der Jäger schuld. Das wissen wir doch alle. Wenn Blödsinn gemacht wird, ist es immer der Jäger. Das war schon seit WoW Classic so. Angefangen in UBRS mit den ganzen Eiern auf dem Boden. Mein Pet ist da durch 20 Eier gerannt. Ich habe plötzlich 40 Ätze am Arsch. Könnt ihr die mal wegmachen? Das sind halt solche typische Jägersprüche. Naja, wir sind jetzt nicht in der Vergangenheit, wir sind in der Gegenwart. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, sind wir schon wieder in der Gegenwart, in der Vergangenheit. Oder wie oder was? Ich glaube, da hinten ist eine Glocke. Achso, ja, da ist noch so ein Ding, wo wir wegmachen müssen, so ein ewiger Wächter. Aber ich bin gesilenced, hallo. So, kommt er jetzt, oder? Mark. Godzilla erhebt sich aus dem Nebel. Juhu. Ah ja, da ist ja Godzilla, okay. Juhu, jetzt dürfen wir gegen Godzilla kämpfen. Ich nehme den blauen Kopf, okay? Ich bin ja Force Mage. Und mit Feuer habe ich nichts am Hut. Ich will den eisigen Kopf, ich will den eisigen Kopf. Ich will den eisigen Kopf. Weil ich habe ja auch den Drachen mit eiskaltem Blick zu Hause, von daher ist es so mein Milieu. Oh, ich bin schon voll repariert. Scheiße. Aber ist ja auch gut. Zuerst auf den grünen, danach immer nur rot und dann den blauen. Grün, Rot, Blau. Es sind immer zwei, die getankt werden müssen. Irgendwelche Effekte zu beachten. Also Grün, Rot, Blau. Ich glaube, das muss ich mir mal aufschreiben. Das kann ich mir echt nicht merken. Grün, Rot, Blau. Feuerschaden auf Boden. Also das muss ich mir echt mal aufschreiben, weil sowas kann ich mir nicht merken. Grün, Rot, Blau. Feuer raus, Eisstrahl ins Feuer, Keiten, grüner Boden. Macht nur auf ein Damage, nehme ich blau. Also wie was nochmal? Grün, Rot, Blau Damage machen. Mit dem Feuerdebuff dort über die Eisfläche laufen.
Mit dem Eisstrahl ins Feuer laufen, okay. Tommy Skins, Alter, AFK, die Scheiße, jetzt haben sie Schiss. Feuer die Buff aus der Gruppe raus und dispellen. Ja, ist es jetzt Magie oder Fluch? Keine Ahnung. Das sehen wir ja dann. Also grün, rot, blau. Und die Eisflächen auf dem Boden verschwinden nach einer Minute. Aha. Also mit den mit dem Feuerstrahl in die Eisflächen laufen. Nein, mit dem Feuer-Debuff aus der Gruppe raus und mit dem Eisstrahl in den ins Feuer laufen. Wollt ihr sicher grün umhauen? Oh, wir sind uns jetzt sich wieder nicht einig. Alle auf grün, ja, okay. Okay, okay, so. Wird schon schief gehen. Jawohl, wir wollen Vibe und Geflame, bitte, bitte, bitte. Bitte viel Vibe, viel Geflame, sowas braucht man. Das bringt die Einschaltquote nach oben. Ach, ich finde aber die drei sind so nett aus, die will ich gar nicht töten. Go, Power Rangers, go, Power Rangers. Aber die drei sehen auch echt süß aus, wieso müssen wir die töten? Wieso? Wieso? Wieso nur? Ja. Davon hat aber niemand was gesagt. Davon hat mir jetzt keiner was gesagt, dass die da so einen Flächenschaden nach vorne machen. Ein Heiler tot? Ja. Ich glaube drei DDs, ein Heiler sind tot. Ja, super. Ja, geil. Das, ja. Ja, da liegt mal auf einen Haufen. Ja, das ist so geil. Das Gute ist, ich kann jetzt in Ruhe zugucken und da irgendwas trinken. Das ist halt auch ein Vorteil. Das war gerade so genial. Ja, das liebe ich, das liebe ich. Am besten wäre es, wenn die Bosse jetzt wirklich umfallen und ich muss gar nichts dafür machen. Aber du erst ist fast kaputt. Und das ohne meine Frostmage Power, wie geht denn das? Wie geht denn das? Grün, jetzt müsste eigentlich rot kommen. Rot. Ich habe doch vorhin gesagt, grün, rot, blau. Ja, das dachte ich auch. Jetzt vorhin haben sie gesagt, grün, rot, blau. Jetzt gehen sie doch auf blau statt auf rot. Naja.
Also doch nicht grün, rot, blau, sondern grün, blau, rot. Oder ist es situationsabhängig? Naja, man macht einfach auf den Schaden, wo die anderen Schaden machen. Und zur Not ist halt immer der Heiler schuld. Oder der Jäger, ja, der Jäger war es, der Pet-Heal-Jäger. Beim Toben kuscheln, aha. Also kuscheln, das machen wir ja natürlich immer sehr gerne. Ah, da haben wir die Gesamt-HP vom Boss, 394 Millionen. Von 552 Millionen. Ah, jetzt kommt wieder ein grüner Kopf, jetzt ein roter Kopf da und jetzt gehen wir wahrscheinlich wieder auf grün, oder? Oder auch nicht. Oder auf immer auf den, wo da vorne ist. Ja, das machen wir anscheinend spontan. Nein, bitte retz nicht die Toten, ich will zugucken. Ich will zugucken und lernen. Das ist manchmal auch sehr hilfreich. I am Charlie the Unicorn. Ui. Charlie. Megawa, Godzilla. Ah, ich streck mich mal. Da ist ein blauer Strahl, renn doch weg, renn weg. Wieso bleibst du stehen, Schattenbrieser, renn, lauf, du Zwerg, lauf. Oh Gott. Millionen von 552, ich glaube, ohne meine Fosmage Power schaffen sie es wohl nicht mehr. Mit dem Eis ins Feuer. Feuer. Oh, das war knapp. Genau von Feuer hat er aufgehört. Nein, bitte nicht Battle Ressen. Bitte nicht. Bitte nicht, ich will schlafen, bitte nicht. Bitte lass mich liegen, bitte, oh Gott. Oh, nochmal leck mich fett. Ja, hab Glück gehabt, jetzt haben sie. Ist das ein Heiler oder ein Damage-Dealer? Ja, Heiler, okay, gut. Besser ein Heiler als ein DD. Bitte, ich glaube, jetzt haben wir noch ein Battle. Bitte, nicht mich beleben, nicht mich. Ich mach eh keinen Schaden. 236 Millionen von 552. Naja. Also das ist jetzt gerade mal die Hälfte, was da vom Boss weg ist. Drei Tode. Obwohl ein Jäger ist tot. Das ist eigentlich ein Vorteil, weil der Jäger macht immer Unsinn. Also von daher. Ja, ich glaube, das wird was jetzt, wo der Jäger tot ist. Oh, das sind aber noch zwei andere Jäger. Scheiße.
Ah ja, ich habe mir jetzt auch Dead Space 3 geholt. Also ich habe Dead Space 3 umsonst bekommen. Weil die Leute, die sich ja SimCity 5 gekauft haben, die haben als Entschädigung ein Spiel ihrer Wahl bekommen. Da hätten wir halt Mass Effect 3 wählen können, Battlefield 3, Dead Space 3 und halt ja noch ein paar andere. Aber Mass Effect 3 habe ich ja schon durchgespielt gehabt. Battlefield 3 habe ich bei jemandem angespielt, das gefällt mir halt nicht. Dead Space 3, ja, das ist jetzt auch nicht so toll, aber so als Singleplayer-Spiel für zwischendurch ist das halt ganz nett. Und für umsonst ist es ja, für umsonst habe ich es halt gleich mal genommen. Also wie gesagt, ich habe jetzt Dead Space 3 auch noch. Ein Let's Play mache ich davon aber nicht, weil da gibt es genug Let's Plays. Und so spannend ist das Spiel halt jetzt auch nicht, dass ich dafür ein Let's Play mache. Das spiele ich halt ab und zu so für mich. Aber ohne Cheaten. Weil bei Dead Space 3 kann man sich ja für Geld, kann man sich da Materialien kaufen, für echt Geld, und damit kann man neue und bessere Waffen kaufen. Also man kann auch Dead Space 3 ohne Probleme, ohne diese Mikrotransaktion spielen, ohne dass man sich da was kauft, aber ja. Ich kaufe da natürlich auch nichts, ich will das so durchspielen. Ich weiß ja schon, wie Dead Space 3 ausgeht, weil ich habe ja schon Let's Play dazu geguckt. Also von daher, aber muss ich erstmal sagen, EA-Sachen, viele ist halt scheiße. Ja, das ist halt teilweise auch scheiße, das, was mit den Servern da abläuft, dass da nichts funktioniert, aber dass die einen so ein Spiel umsonst als Entschädigung geben, das ist halt echt mal nicht selbstverständlich. Weil, sagen wir mal zum Beispiel mal Blizzard und Diablo 3. Das konnte ich die ersten 3 Wochen so gut wie gar nicht spielen. Entweder waren die Server down oder was down von den Server disconnected. Bei Diablo 3. Und da hat es halt keine Entschädigung gegeben. Also mal kurz gesagt, bei EA bekommt man ein komplettes Spiel umsonst. Und noch so ein Top-Spiel wie Dead Space 3, Battlefield 3, Mass Effect 3. Und bei Blizzard, da hat man als Entschädigung überhaupt nichts bekommen, gar nichts. Also da könnte sich Blizzard schon ein Stück von EA abschneiden. Ja, aber ist ja jetzt egal. Ich will hier ja jetzt nicht jammern. Okay, ich jammer, aber egal. Naja. Ah ja, und SimCity 5 macht mir eigentlich recht Spaß, auch wenn es halt noch ein wenig verbuggt ist und ein wenig Logikfehler im Spiel sind. Die Server laufen inzwischen ganz gut. Ich habe jetzt schon über 20 Stunden Spielzeit. In den 20 Stunden bin ich nur einmal disconnected. Einmal nach 20 Stunden Spielzeit. Ich sage ja, es geht eigentlich. Also SimCity 5 macht mir sehr viel Spaß. Bin auch froh, dass ich es gekauft habe. Und dass ich jetzt noch ein Spiel umsonst dazu bekommen habe, das ist auch eine feine Sache. Ja, also von daher. Aber jetzt sind wir hier bei den Boss. Ach, nur noch 78 Millionen von 552, aber das können wir schaffen. Guck mal kurz hinter mir. Oh, scheiße, Getränke sind schon wieder leer. Scheiße. Ja. Aber ich habe noch irgendwas im Glas. Oh, das war's. Natürlich wieder nur Gold. Und wieder Gold. Ja. Gold. Jawohl. Damit kann man übrigens die Rap-Kosten bezahlen. Von daher. So, ein Boss haben wir noch. Okay, eigentlich haben wir noch 2 Bosse, weil ich bin ja der größte Boss hier. Von daher. Oh, das sieht interessant aus. Fleisch von der Mokum war auf dem misslungenen Kreation einen bodenlosen Schacht. Ah ja. Mal gucken. So, Wasserelementar. Oh, mein Fläschchen läuft ab. Die Frage ist, was ist das? Eine Stunde lang. Ah, kritischer Treffer wäre ja, nehme ich das halt nochmal.
Kann ja nicht schaden. Och nö, Spinnen. Och nö. Ach Leute, ich... Und auch noch Würmer.